So, da sind wir wieder zu Gast bei der OHKC. Wieder mit unserem Nachwuchstalent, dem Mike Ortmann, unterwegs. Und Mike, erzähl mal, wie sind denn eure ersten Trainings heute hier verlaufen? Also unser erstes Training war gut. Wir haben manchmal ein paar Sachen am Kart ausprobiert. Manchmal waren sie gut und manchmal waren sie nicht so gut. Und ja. Und dann habt ihr aussondiert und das, was gut war, habt ihr reingeschraubt und damit seid ihr dann im Qualifying wo gelandet? Wir waren auf dem ersten Rand, weil alles war perfekt eingestellt. Alles war perfekt eingestellt. Das heißt also, mit eurer perfekten Einstimmung für den Kart konntest du dann im Qualifying auch gleich auf Pole fahren, richtig? Ja, also es hat alles gestimmt. Also wir hatten ja im Training, wie gesagt, alles probiert so noch einzustellen. Und da hat im Qualifying hat dann eben alles perfekt geklappt. Ja, und wie ist dann das erste Rennen verlaufen? Das erste Rennen war, ich sag mal so gemütlich, weil wir hatten, also das hat die Zeit vom Vorsprung hat sich immer herausgefahren. Das war, am Ende waren es dann 11 Sekunden. Ja, 11 Sekunden? 11 Sekunden ist ja doch eine ganze Menge, nicht wahr? Ja, also wir fahren ja auch sehr viele Runden und die Strecke ist ja auch nicht so lang. Okay, und da bist du dann auch beruhigt ins zweite Rennen gegangen, was du natürlich dann auch gewinnen konntest. Auch wieder mit einem recht großen Vorsprung. Ja. Das war recht beeindruckend zu sehen.
Grüßen und einen schönen Gruß an meinen kleinen Freund Nico. Gute Besserung. Dann wünschen wir dir weiterhin viel Glück und toi toi toi.